Oh Mann. Sind wir wieder da. Was geht? Splayfar am Start. Und willkommen zu Minecraft Das Dschungelcamp Part 2 mit Singularity. Hi. Okay, das Intro war so lost. Was, warum? Ist einfach nur scheiße geworden. Was geht? Freude der saftigen Unterhaltung. Und willkommen zu Minecraft Das Dschungelcamp mit Singularity. Hi. Ja, letzten Part. Singularity, fass du mal zusammen, was im letzten Part zum Schluss noch passiert ist. Letzten Part am Schluss wurde... Hier steht Teilnehmer für das Dschungelcamp gesucht. Das wäre doch für mich und meine Freunde was. Oder willst du mit mir das Projekt hier machen? Okay. Ja, worauf warten wir denn noch? Komm mit. Schauen, hier muss ich irgendwo glaub, die Insel. Hier irgendwo. Ja. Die Insel. Oh, ich sehe was. Was? Wo? Ah, da vorne. Der Aufseher hat uns jetzt alles erklärt. Also, da unten ist dann das Camp. Und da müssen wir jetzt dann auch hin. Wir müssen dann auf dieser Insel überleben. Solange, bis dann die 10 Tage rum sind und dann dürfen wir wieder zurück. Im Aufseherhaus ist gerade was passiert. What the fuck, ist alles weg? Ey, das sieht mir aus wie eine Explosion. Sinki, du weißt, was das heißt. Wir können hier nicht mehr weg. So, wir haben jetzt in diesem Part einiges zu bequatschen, so allgemein auch. Ich denke, die letzte Folge hat einige Fragen aufgeworfen und heute werden wir sie versuchen zu beantworten und werden unser Bestes geben. Ja. Und das ist genug Seeds, ne? Ich habe sogar noch einen Bogen von einem Skelett, aber der ist fast kaputt. Okay. Ja. Also der letzte Part kam ja etwas plötzlich, dass jetzt nicht die geballte Kompetenz von mir und von Zingi da am Start ist, ist hier irgendwie dann auch klar. Ja, jetzt sind wir jedenfalls wieder on fire, stimmt Zingi? Ja. Yeah. Und motiviert Videos zu machen. Genau, nun, okay, komm, und er lockt das Hühnchen schon mal rein. Jetzt haben sie schon ein Baby, kommt her. Also, wie viele von euch wahrscheinlich aus meinem Infovideo zum Dschungelcamp wissen, sollte ja eigentlich statt Singularity bei mir StellfeuerXD sein. Aber StellfeuerXD hat mir dann kurz vorm ersten Part noch auf Teamspeak gesagt, dass er nicht Zeit hat. Ja, okay, muss man dann auch verstehen. Und dass er auch allgemein keinen Bock mehr allgemein auf YouTube hat. Er hat gesagt, er möchte jetzt lieber aktiver auf Twitch streamen und deshalb... Hat er auch gesagt, hört er jetzt mit YouTube allgemein auf. So, Sinki, jetzt erzähl uns du mal, warum bist jetzt du statt Schnellfeuer XD bei mir? Ja, du, Blaver ist halt zu mir gekommen und fragte mich halt, ob ich anstelle von Schnellfeuer XD mit ihm das Dschungelcamp spielen möchte und da habe ich halt natürlich ja gesagt. Ja, und jetzt kommen wir echt schon auf den Punkt, Leute. Der Aufseher... Also wir haben keine Leiche vom Aufseher oder so gefunden. Da muss der Aufseher außerhalb des Hauses gewesen sein. Ja, wir haben hier eine ganz komische Insel. Hier ist ein Strand mit jede Menge Gold und Eisen. Und da oben ist ein Vulkan. Und jetzt muss der Aufseher aber irgendwo hier sein. Wir müssen schauen, vielleicht hat er sich hier irgendwo in einen Unterschlupf zusammengekleistert. Und vielleicht finden wir ihn ja da irgendwo. Ja, Leute, nachher gibt es bei mir noch Pizza. Da freue ich mich auch schon. Was gibt's für dir heute zum Essen, Singi? Oh, sorry! Bei mir gibt's heute... Giggerl. Giggerl, okay. Hühnerbraten, okay. Ja. Gönnung ist bei dir auch am Start. Okay, hier haben wir jetzt schon die freie Fläche. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal auf zum Erkunden. Haben wir denn hier irgendwo das Eisen? Ach genau, Eisentools. Gut. Wir machen uns mal Eisenschwerter, falls es auf dem Weg irgendwas, irgendwie Monster oder so begegnen. Wir werden heute auch noch Erze farmen müssen, weil Erz wird uns knapp werden und Essen jetzt zwar noch nicht, aber wir werden auch bald uns um Essen Gedanken machen müssen. Hier ist ein Schwert, Sinki.
Wenn wir sterben, was machen wir dann? Beenden wir dann das Projekt oder geben wir uns dann noch eine zweite Chance? Keine Ahnung. Also, no. Ja, mal schauen, was auf uns zukommt. Ja! Oh! Okay. Nice. Ja, aber da wollen wir mal ein bisschen erkunden. Welche Richtung willst du denn gehen? Ich würde sagen, wir gehen in diese Richtung hier. Okay, Richtung Vulkan geht immer. Schauen, was es so ist. Sinki? Ja. Was ist das? Hast du mir irgendwas zu sagen? Hast du hier in der Map weitergebaut oder was? Als ich dich weg war. Die Höhle hier. Hier ist eine Höhle. Die kenne ich gar nicht. Ja, ja, müsst jetzt eh reinschauen. Jetzt wird es dunkel. Schnell. Müssen uns beeilen. Bau den Block ab, den. Ah, shit. Wir müssen jetzt hier schnell rein. Jetzt wird es schon dunkel und die Monster kommen auch schon. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist ein Schild. Ich bin schon auf dem Weg. Auf dem Schild steht, ihr werdet alle grausam sterben. Okay, ist mal eine andere Form einer Botschaft. Vielleicht ist hinter dem Gras irgendwie was. Mal schauen. Nee. Ach, guck mal, hier ist ein hier ist ein Hebel. Soll ich ihn betätigen? Ach komm. Ja, mach mal. Okay. Hä, lol. Lol, hier müssen wir mit einer Lore normal fahren, aber ich glaube, man kann ja auch so fahren. Hier ist eine Höhle. Wahrscheinlich bedient ihr meine Mobs. Okay. Und was ist das? Hä? Hier ist eine Bücherei. Ja, schon so. Hier ist eine Bücherei. Meine Diener? Hä? Ja. Der geht ja gar nicht. Hä? Was soll der? Hier ist ein Steve. Guck mal, hier ist eine Kiste drin. Hey, eine Kiste? Ah, die kann ich nicht aufmachen. Warte mal. So, was ist hier drin? Steves Tagebuch. Original. Liebes Tagebuch. Es ist schon Wochen her, als ich auf dieser Insel gestrandet bin. Und ich muss sagen, ich komme gut zurecht. Letztens habe ich einen Ureinwohner gefunden. Er sieht aus wie ich, mit dem einzigen Unterschied, dass seine Augen komisch leuchten. Sinki, denkst du selber wie ich? Das kennt Herobrine. Herobrine. Er sagte mir, er sei der Herrscher dieser Welt, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Er musste wahrscheinlich ziemlich darunter leiden, all die Jahre allein zu sein. Aber ich sollte ihm keine Vorwürfe machen. Schließlich ist er immer ziemlich freundlich zu mir. Das Beste an ihm ist, dass er Monster auf dieser Insel zähmen kann. Okay. Und die sogar zu Dienern machen kann. Ich lebe nun in einem Zelt im Dschungel dieser Insel. Mein Freund lebt nicht weit von mir in einem Tempel. Er schätzt mich sehr und hat mir sogar eine Brücke über den Strand gebaut, damit ich immer zu ihm kann. Dann ist das die Brücke über unser Dschungelcamp. Oh, dann muss es ja irgendwo einen Tempel geben. Ja, dann muss es ja irgendwo einen Camp geben. Jetzt bauen wir erstmal den Spawner ab. Splayfer? Ja? Guck mal hier nach oben. Siehst du das gleiche wie ich? Huch, was ist das? Ist das ein Eingang zum Nether oder was? Warte mal. Hier sind mehrere Kisten noch. Da ist hier Hier sind Kisten. Ja. Ah, hier ist eine Chunkbox. Eine Notebox, die nehmen wir mit, da können wir Musik abspielen. Und jede Menge Bücher und Music-Discs. Ich baue mich mal hier hoch. Bücher zum Schreiben, okay. Hier oben ist definitiv irgendwas. Sieht aus wie irgendwas mit ganz viel Neverrack. Lass mal da hoch. Was habe ich denn hier? 61. Splaver. Das sind Magma-Schleime. Oh, Magma. Oh, ich habe. Shit. Ich hoffe, die machen die bekämpfen, oder? Die machen keinen Stress, oder? Die machen heftigen Damage. Oh mein Gott. Sorry, ich hab dich geschlagen. Shit. Ich hab nur noch ein HP. Ich bin noch fast voll. Okay. What the fuck? Die machen Damage. Einer muss hoch und den Spawner abbauen gehen. Ach stimmt, das werden immer mehr, ne? Shit. Das mach ich. Na, ich baue einen schöner. Oh, shit, ja, bau du ab. Ich kassiere heftig Damage. War das nur einer? Ja. Ah ja, glaube ich schon. Ich habe nicht mehr gesehen. Ah, da kam sie. Ah, die drücken. Oh nein, ich brenne.
Ah, die drücken einem Damage. Ah, große von anderer Seite. Hier sind sie, die kleinen. Ah, so. Oh, ich bin fast gestorben. Lass mal in die Kiste schauen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Die Kiste, was ist da drin? Oh. Oha. Ja, okay. Quarz, wir können uns... Enchanted Book, Aqua Affinity, was ist denn das? Ich glaube Unterwasseratmung. Uff, da können wir den Helm damit verzammeln, da können wir in der die Insel besser. Ja, da nimmt sich jeder mal die Hälfte raus. So. Karottenangel. Ja, gut. Kannst du hier alles rausnehmen. Hier oben ist noch Magma-Creme. Ja, was ist denn das hier? Ich check das nicht. Das ist alles mit Neverrack und... Och, huch. Hier ist ein Netherportal, aber da würde ich jetzt noch nicht reingehen. Ich weiß nicht. Ja, ich würde auch noch nicht reingehen. Ich meine, Neverportal können wir uns zum Schluss auch noch selber machen, wenn es ist. Lass dann mal zurück. Ich gehe noch schnell die Chest abbauen. So. Hier ist Kohle. Ich baue noch die Kohle ab. Ja, noch die Kohle. Hey, die Quarzblöcke könnten wir auch mitnehmen. Quarzblöcke? Ach, ja. Stimmt, ja. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich war so fixiert auf das. Oh ne, ich brenne schon wieder. Oh. Aber das wird dann wirklich knapp mit den Schleimis. Lass einfach wieder zurück, oder? Halt das doch Eisen oben. Ach, egal, scheiß drauf. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Ja, mir irgendwie auch. Kisten sind alle gelootet, oder? Nee, hier ist noch nicht gelootet. Es sind noch Bücher. Ja, dann lass uns weggehen. Ah, hier ist Creeper. Soll ich jetzt einfach rein? Ja, komm. Ja, easy. Aber ich frag mich, was das mit dem "Ihr werdet alle grausam sterben" bedeutet. Schon so. Ich meine, was denkt der Typ, der das geschrieben hat? Denkt der irgendwie, der ist, Gott weiß ich was. Oh, machen wir das wieder zu, gehen wir raus. Oh, es ist schon wieder Tag. Dann können wir auch schauen, darüber zu sprechen, was Sinky und ich jetzt in dem Projekt machen wollen. Wir wollen jetzt uns eine größere Base bauen in den nächsten Parts. Zwei Skelette. Oh, das sind ja richtig viele. Genau. Spinne. Wo kommen denn die ganzen Viecher her? Das ist doch abnormal. Oh, der brennt. Macht. Oh. Ich mache uns mal schon mal eine Angel, dann können wir ein bisschen angeln gehen. Oh ja, macht es. Ich denke, wir geben uns XP-Bottle 2, wenn wir sterben, ist es eh aus. Dann können wir uns ja alle gleich geben. Nee, ich spare sie noch ein bisschen auf, falls ihr irgendwas mal... Ich schon, ja, okay. Ich leg die mal alle in die Kiste, ich gehe mal ein bisschen angeln. Okay, mach das. Jetzt mal ein bisschen rumschauen, vielleicht ein bisschen Wolle farmen. Das wäre ein guter Augenblick. Lässe ich die hier, dann haben wir immer Musik am Start. Ja, ich tue die mal rein. So. Passt. Hier geht's dann zum Strand. Wir müssen jetzt schauen, wo ist der Typ? Also der Aufseher. Sinky? Ja. Okay, ich habe gedacht, du bist AFK. Hier sind die Schafe. Gut. Was machen wir noch? Erze farmen? Ja, okay, klar. Und schreibt doch ihr mal jetzt, genau jetzt, bei dieser Audioposition in die Kommentare, was ihr an Wünsche habt. Was wir in diesem Projekt noch machen können. Ja, sei es eine Villa bauen oder was weiß ich. Schreibt einfach in die Kommentare. Ihr könnt uns dann auch noch einen Braustand zusammenkleistern, ne? Ja, aber wir könnten dann auch mal nach dem Tempel suchen, den Steve, den ja, stimmt. Steve in seinem Buch erwähnt was hat. Was wir auch noch machen. So, Leute. Lass da vier. Jetzt bewegt sich eigentlich der Part schon dem Ende zu. Wir geben euch dann noch ein... Okay. Outro schon wieder versaut. Also, wir wünschen euch alle noch einen schönen Tag da draußen und freuen uns, wenn ihr im nächsten Part in der Folge 3 wieder einschaltet. Das war's von unserer Seite und ciao!